Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Zwischenruf. Ein Thema, das mir momentan aufgefallen ist. In den letzten 48 Stunden, mag man sagen, scheint es in den Medien ja wieder mal was ganz, ganz Wichtiges zu geben. Nämlich, es geht um was ganz Schlimmes, nämlich der Chef der Müllermilch, der hat sich mit der Alice Weidel getroffen und das bewegt die Nation auf und ab und es wird zu Boykotten gegen Müllermilch aufgerufen, weil das darf der nicht, der darf sich nicht mit der Alice Weidel treffen. Und da musste ich schmunzeln, als ich das so gelesen habe und wieder die Emotionen hochkochen in der medialen Nation und hat da so meine Gedanken dazu. Nun, hat eins mal ganz klar, Müllermilch mag ich eigentlich noch nie. Aber das liegt jetzt nicht daran, an der politischen Einstellung des Theo Müller, sondern es liegt schlichtweg an für mich den ja fragwürdigen oder für mich nicht passenden wirtschaftlichen Handhabung, wie das Unternehmen mit seinen Zulieferern umgeht, wie es zumindest in der Vergangenheit oftmals mit Landwirten umgegangen ist, mit Subventionen umgegangen ist. Das ist eine Art und Weise, wo ich sage, das passt für mich nicht. Das ist für mich, passt das nicht mit meinem Verständnis von einem fairen Miteinander zusammen. Und deshalb bin ich da absolut kein großer Freund von der Müllermilch oder dem Theo Müller. Nochmal, jeder hat seine Gründe, warum er was wie tut. Aber das sind Dinge, die ich einfach in der Vergangenheit immer nicht gut fand. Und deswegen also mag man mir erstmal das abnehmen, dass ich da kein großer Fan der Müllermilch bin und deshalb die verteidige. Auch von der AfD, auch dazu nochmal ganz klar, es ist ganz interessant eigentlich, weil mir immer wieder auch AfD unterstellt wird. Ich habe mit allen politischen Parteien des Spektrums in den vergangenen Jahrzehnten Berührungspunkte gehabt, hatte mit denen Gespräche, war für Experten im Bundestag, für die Grünen, für die SPD, war Mitglied im Wirtschaftsrat der CDU, ohne Mitglied in der CDU zu sein, habe sogar für die linke Attac mal eine 10-Jahres-Festrede gehalten. Also ich habe wieder mit den beiden Freien Wählern mal einen Vortrag gehalten, also mit der FDP, mit allen möglichen habe ich Kontakten, die mit denen ich am wenigsten bisher zu tun hatte, eigentlich gar nichts, außer das Ganze in der Gründungsphase mal der Gründungschef Lucke damals mit mir ein Gespräch geführt hat. Das war mit der AfD. Also mit denen hatte ich noch nie wirklich viel zu tun gehabt, aber nur einfach um das vorauszusetzen, dass ich hier wirklich kein AfD-Unterstützer oder irgendwas in der Richtung bin. Aber deshalb möchte ich einfach aus diesem Grund heraus auf dieses Allgemeine mal schauen. Wieso, mit wem dürfen wir überhaupt reden, mit wem dürfen wir nicht reden, warum nicht? Und auch wenn ich mit der AfD bisher so gut wie keine Berührungspunkte hatte, reden würde ich mit denen trotzdem. Ich rede mit jedem. Ich höre jedem zu. Ich spreche mit jedem. Aber es ist ein Unterschied, ob man mit jemandem redet oder für jemanden spricht. Deswegen, ich glaube, wir sollten lernen, wieder miteinander zu reden, statt übereinander und gegeneinander. Vor allem für die meisten von uns sollte das gelten. Deshalb einfach ein paar Gedanken dazu. Was ist denn da schlecht, wenn jemand mit einem anderen Menschen spricht? Und es ist ja vollkommen egal, auf welchem politischen Klaviatur das stattfindet und ob der das darf oder nicht darf. Ich meine, weder ist Alice Weidel mit der Pest versehen, noch ist die AfD verboten. Die sitzt im Bundestag, also das ist schon eine merkwürdige Vorstellung, dass man mit einer Bundestagspartei nicht reden darf. Also das ist schon ungewöhnlich, aber sei es drum, wir gucken da mal mehr ins Detail, wo das eigentlich herkommt und wie man das leicht sich drauf stellen kann. Diese Frage nach rechts und links und mit denen darf man nicht und die sind gut und die sind schlecht, das ist das vermischt so ein bisschen. Ne? Was ist denn jetzt eigentlich was? Die einen sehen sich als ganz links an, die anderen als rechts. Die Rechten sind ganz böse, die ganz links übrigens auch. Die Kommunisten, mit denen will man auch nicht. Und die Mitte, das ist eigentlich das eine nicht wie das andere. Also es geht alles ein bisschen durcheinander. Schauen wir doch mal näher rein. Tatsächlich kommt der rechts und links aus der französischen Nationalversammlung 1796, damals Revolution und alles im Umbruch. Und da gab es diese Unterscheidung, weil die einen saßen auf der einen Seite, auf der rechten Seite saßen die Konservativen, die Monarchisten, die also an dem bestehenden Status quo festhalten wollten. Und auf der linken Seite saßen die Progressiven, die Demokratie wollten, die nach vorne gehen wollten, die in eine neue Zeit aufbrechen wollten. Und deshalb dadurch entstand der Begriff der beiden Lager, rechts und links. Also man kann sagen,
Rechts sind die Konservativen, jene, die das Bestehende bewahren wollen, die Veränderungen nur sehr vorsichtig gegenüberstehen, die das Bestehende erhalten wollen, weil sie damit recht zufrieden sind. Sagen sie, das hat sich bewährt, das ist doch nicht verkehrt, warum sollen wir das dann jetzt ablösen? Und auf der anderen Seite gibt es eben die Progressiven, die sagen, ach, wir müssen in eine neue Zeit aufbrechen, wir müssen uns verändern, wir brauchen neue Wege, wir müssen nach vorne schauen, die Welt muss sich verändern, wir Menschen müssen uns verändern. Und zwischen diesen beiden Polen bewegt sich unser Leben eigentlich seit Anbegriff der Menschheit. Es war immer so, dass die einen das Bestehende bewahren wollten und Angst vor Veränderung hatten und die anderen möglichst schnell nach vorne gehen wollten und bereit waren, alles über den Haufen zu schmeißen. Ja, und für beides gibt es ja durchaus berechtigte Argumente. Das darf man ja nicht vergessen. Und genau das ist der Punkt, warum ich glaube, dass wir uns davon lösen müssen, die einen wie die anderen zu verteufeln, sondern zu verstehen, dass die einen die anderen brauchen, dass wir beide Pole brauchen. Und ich möchte dazu gerne mal ein Bild aus dem Fußball aufgreifen. Wenn Sie auf dem Fußballplatz sich mal umschauen, dann werden Sie feststellen, dass Sie dort auch all genau das benötigen. Sie brauchen die Stürmer, die brauchen die Progressiven. Interessanterweise wurde hier bei dieser rein sportlichen Aufstellung tatsächlich die Farben sogar passen sogar mit den politischen Farben etwas überein. Du brauchst die Stürmer, die nach vorne gehen. Du brauchst die Progressiven, weil wenn du nicht nach vorne stürmst, nach was riskierst, nach vorne, Veränderung, keine Tore schießen willst, ja, dann wirst du das Spiel nicht gewinnen. Du wirst keine Veränderung des Spielstandes beiführen. Du wirst nach vorne nichts gewinnen. Du brauchst die Stürmer. Niemand käme auf die Idee, ohne Stürmer auf den Platz zu gehen. Also die sind zwingend notwendig. Und gleichzeitig brauchst du aber auch die Konservativen. Du brauchst die, die hinten die Abwehr zumachen. Du brauchst jene, die den Stand halten. Denn wenn du auf die Abwehr verzichtest, dann kriegst du hinten die Hütte voll. Du verlierst das Spiel haushoch. Und wenn du vorne noch so viele Tore schießt, du brauchst auch jemanden, der darauf achtet, dass man nicht zu viel Risiko eingeht, dass man nach hinten die Situation, den Stand sichert und daraus aus dieser Bestandssicherung heraus nach vorne sich verändern kann. So. Und genau das haben wir bei uns in unserer Gesellschaft. Wir haben jene, die die Welt verändern wollen und dazu bereit sind, hohe Risiken einzugehen, egal was hinter ihnen kaputt geht. Und auf der anderen Seite haben wir jene, die sagen, warte mal, bevor ihr hier nach vorne wilde Experimente macht, das wollen wir nicht. Wir wollen unseren Status quo bewahren. Und interessant, in dem Zusammenspiel zwischen diesen beiden Sichtweisen und in dem permanenten Abwägen zwischen beiden ergibt sich ein erfolgreiches Spiel. Es gibt dann das Mittelfeld und ich würde mal behaupten, dass die meisten von uns sich in diesem Mittelfeld aufhalten. Es gibt Phasen und es gibt Entscheidungen, es gibt Entwicklungen. Da begrüßen wir Veränderungen, da begrüßen wir neue Technologien, da begrüßen wir neue gesellschaftliche Veränderungen oder finden in manchen Teilen der gesellschaftlichen Veränderung positive Dinge. In anderen Dingen sind wir eher konservativ und sagen, ach nee, warte mal, das wollen wir nicht unbedingt. Das ist doch eigentlich ganz gut. Also, wir sind eher so die meisten von uns, die Mittelfeldspieler, die mal nach vorne mitspielen, mal nach hinten in die Verteidigung gehen. Wir sind nicht alle progressiv und nur auf Sturm und wollen die Welt zerreißen. Und wir sind aber auch nicht die Konservativen, die auf keine Änderungen ein sind und nur das Alte, Vordere bewahren wollen, sondern wir bewegen uns in der Mitte und wägen je nach Spielsituation, je nach Lage ab, ob wir heute ein bisschen mehr nach vorne spielen oder hier ein bisschen weiter die Defensive stärken. Und das ist die große Masse der Menschen, aber wir brauchen eben beide Pole. Und es wird immer so sein, dass die Stürmer auf dem Fußballplatz, dass die Abwehr beschimpfen, dass die doch viel mehr nach vorne mitspielen sollten. Es müsse viel mehr aggressiv nach vorne gespielt werden. Sonst schießt man ja vorne keine Tore. Die werden immer für ihre Position werben und hinten die Torhüter, vor allem die Abwehr, beschimpfen, dass die viel zu defensiv sind und natürlich auch das Mittelfeld immer wieder versuchen anzutreiben, aggressiver nach vorne mitzuspielen. Und umgekehrt werden hinten der Torhüter und die Verteidiger werden immer wieder mahnen, vorne nicht zu weit, nicht so aggressiv zu sein, mehr nach hinten mitzuarbeiten, mehr in die Abwehrarbeit zu investieren. Und das ist auf dem Fußballplatz so und das ist in unserer Gesellschaft so. Wir brauchen die Progressiven, die nach vorne die Welt verändern wollen, die am liebsten alles einreißen wollen und mit ihren Ideen nach vorne gehen. Ob das ein Elon Musk ist oder auch mal radikale Linke, die sagen, wir müssen alles Grenzen auf, sind die. Und auf der anderen Seite brauchst du eben, das verändert die Welt, das wird eine ganz neue Zukunft, das wird ganz neue Möglichkeiten geben. Und es gibt eben, wir brauchen genauso, brauchen wir die Abwehr, wir brauchen die Konservativen, sagen nein, auf gar keinen Fall, wir müssen davor sein, wir müssen anders agieren.
Und nur in dem permanenten Abwägen, in dem Widerstreit dieser beiden Lager, in dem wir als Mittelfeld uns immer wieder orientieren und uns von den verschiedenen Spielsituationen mal hier, mal dort engagieren, daraus ergibt sich dann ein vernünftiger Umgang miteinander. Das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, dass wir den Sturm abschaffen, dass wir nur noch konservativ werden und auf gar keinen Fall mehr Neues riskieren. Dann verlieren wir das Spiel, wir werden abgehängt, die Tore schießen dann die Chinesen und die Amerikaner und sonst wer, aber wir nicht. Ja, und genauso schlimm wäre es, wenn wir die Defensive aufgeben, wenn wir die Konservativen verbieten, die Konservativen, mit denen reden wir nicht mehr, die dürfen nicht mehr mitspielen, die nehmen wir ganz aus dem Spiel. Ja, dann werden wir viel stürmen, aber wir werden auch sehr, sehr viel verlieren und wahrscheinlich das Spiel am Ende trotzdem verlieren. Wir brauchen beides und das bedingt auch, dass gerade wir im Mittelfeld immer wieder diese Verbindung herstellen, dass wir mit allen reden, dass wir mit der Abwehr, mit den Konservativen im Gespräch bleiben und nicht um Gottes Willen, dem Torwart höre ich nicht zu, der da hinten die Abwehr organisiert, dem höre ich nicht zu, mit dem rede ich gar nicht, ja, sondern auch dem Erzkonservativen, mit dem muss man auch reden, dem muss man zuhören, wie siehst du denn das, welche Bedenken hast du denn? Und dann abwägen, sind die jetzt wichtiger als die Argumente des Sturms vorne und dann zu entscheiden, Mensch, in der Situation, da vertrauen wir uns lieber dem Sturm an oder sind ein bisschen auf der konservativen Seite. Das bedingt aber, sich gegenseitig zuzuhören, das bedingt auch dem nach vorne zuzuhören. Und ja, ich glaube, es wird schon so sein, dass es schwierig sein wird, die Stürmer vorne zu begeistern, auf die Argumente hinten der Verteidiger und der Torwarte zu hören. Die werden immer für ihre Position werben und eher dem Mittelfeld sagen, hört dem Konservativen nicht so sehr zu, dem Torwart. Ja, und umgekehrt werden natürlich die Konservativen sagen, hört den Linken, den Progressiven, den Stürmern da vorne bloß nicht zu, um ihre Position zu stärken. Ich glaube, das müssen die auch so tun, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, wir als Mittelfeld, wir sollten gut beraten sein, uns davon nicht irritieren zu lassen, sondern weiterhin das zu tun, was sinnvoll ist, nämlich beiden Positionen zuzuhören, die Argumente zu hören, daraus zu sehen, welche Spielsituation haben wir denn gerade und wo entscheide ich mich momentan persönlich, bisschen mehr in die Offensive zu gehen, bisschen mehr im Konservativen unterwegs zu sein, je nach Situation, je nach Lage. Deshalb, ja, bleiben wir uns im Mittelfeld aktiv, hören wir einander zu. Und ja, beruhigen wir die ein bisschen, die sagen, ihr dürft dem nicht zuhören, ihr dürft jedem nicht zuhören, der ist böse, der ist böse. Nein, jeder hat seine Berechtigung, jeder hat seine Begründung in diesem Spiel und nur in dem Miteinander gibt es ein erfolgreiches Abstimmung, ein erfolgreiches, ausbalanciertes Spiel, mit dem man durchaus dann auch eine Meisterschaft gewinnen kann. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen viel Spaß im Mittelfeld. Ich werde es auf jeden Fall weiter so halten, weiterhin mit jedem reden, jedem zuhören und dann entscheiden, wo ich mich in der einen oder anderen Situation auf dem Feld bewege. In diesem Sinne, Ihnen alles erdenklich Gute und bis zum nächsten Zwischenruf.